Okay, im letzten Part hat Ammo das schon ein bisschen angeschnitten, so dass jetzt die Phase kommt, wo die Polizei wirklich aktiv angefangen hat, gegen ihn zu ermitteln. Er war unter Obs, sie hat auch gesagt, dass er angefangen hat, gegen einen Rocker, an einen Rockerclub zu verkaufen, die auch von der Polizei observiert wurden. Und diese ganze Konstellation war sehr ungünstig für dich. Die Polizei hat angefangen zu ermitteln. Jetzt kannst du von da aus weiter erzählen. Die Polizei wollte mich einmal testen. Ich gehe mit meinem Pitbull raus, Staffordshire. Na, 3 Uhr morgens, nachts. Ich hatte so eine Torba dabei, ich leg das auf dem Reifen unten, ne? Ich wollte eine Runde spazieren gehen, ich rauche meine Zigarette. Unbewaffnet gehe ich ja nicht raus, hatte dabei. Ich drehe eine Runde, komm wieder, will die Torba nehmen, die ist weg. Mhm. Weißt du, was für eine Paranoia ich bekommen habe? Ich war nur 2 Minuten weg, Bruder. Die Torba war einfach weg. Und ein paar Tage später kam ein Audi. Fensterscheiben schwarz, alle maskiert, 5 Leute. Ich weiß nicht, wer das war, ne? Weil die sagen ja, ich habe 80.000 Euro die Woche gemacht, ja. Mäßig. Denken die immer noch. Die schicken den Asker, glaube ich, auf mich los, mäßig, mit Messer. Gott sei Dank hatte ich Ballermann dabei. Ich nehme raus, ich schieße, bam, bam, 3-4 Mal, 5-6. Ich glaube, ich habe eine Autoscheibe getroffen, weil da lagen Fullscheiben. Aber Bruder, ich sehe nur noch, wie die alle weggerannt sind. Ich habe alle angerufen, alle sind gekommen. Nach 2 Minuten waren die Jungs schon da. Ich habe den Typen gesucht, der in meiner Viertel gerannt ist. Der Rest ist mit Auto weggefahren. Ich weiß bis heute noch nicht, wer das ist. Ja. Aber irgendwann kommt das raus. Ja. Und wie ich gesagt habe, wie die Polizei mich testen wollte wegen Grindelboss, die wollten sehen, wer ich bin, weißt du? Ja. Ich gehe in meine Gegend spazieren. Die Torba war ja weg, weißt du? 3 Uhr morgens. Ich gehe spazieren. Auf der Bank saß ein Typ. Jack Wolfskin-Jacke, enge Hose. Man hat seine Beinmuskeln schon gesehen, Bruder. Diese Wanderschuhe bestimmt. Genau, auch, ne? Wanderschuhe, ja. Unterarmmuskeln. Richtig deutsch, 2,10 Meter groß, Bruder. Stabil. Brust raus. Er kommt mir hinterher. Er stellt mir Bein. 3 Uhr morgens. Hatte Ballermann dabei, Lautsprecher mit Kollegen und Pitbull. Pitbull illegal, weiß ich auch, habe ich so gekauft. Er sagt, ich fick dich. Er sagt einfach zu mir, ich fick dich. Bruder, ich bin gewohnt dran, ich hau direkt zu. Aber wo ich ihn angeguckt habe, dann wusste ich schon im Kopf, ey, das ist ein Zivi. Ja. Das ist ein Zivi. Er will mich testen. Die haben einen abgefuckten Zivi auf mich geschickt, Bruder. Er sagt, komm, lass kämpfen. 1 gegen 1. So, du kannst ihn vor. Ich sag, Digga, was willst du von mir? Ich fick dich gleich. Ne? Meine Jungs sind am Telefon, Lautsprecher, 3 Uhr morgens. Wir kommen jetzt. Ich sag, ich schwör auf alles, wenn du dich jetzt nicht verpisst. Ich wusste schon im Kopf, ey, Ammo, du hast Ballermann. Die wissen, wo deine Bude ist. Du hast Pitbull. Wenn die dich jetzt ficken, ne, ist vorbei. Ja. Er sagt, komm. Komm 1 gegen 1, wenn du ein Mann bist. Du bist doch so bekannt. Komm 1 gegen 1. Ich denke, scheiße, Digga. Er zieht von seinem Ärmel Totti raus. Ja. Und zieht Lederhandschuhe an, andere Hand, ne? Ich wusste schon, okay. Ich will meine Jacke ausziehen und so. Meine Kollegen sagen, wir kommen jetzt und so. Wir ficken dich und so. Ich sag, okay, komm. Ich lass meinen Hund los. Keine Ahnung, er war noch jung, Bruder, ne? 6 Monate. Läuft irgendwo hin. Ballermann. Er sagt, okay, komm auf den Rasen, wir kämpfen jetzt. Ich sag, was willst du? Ich frag Fragen, ne? Ich sag, ich schwör bei meiner Mutter, ich fick dich. Noch niemand hat mit mir so geredet, sag ich. Ja. Ich dachte, Ammo, Digga, du kommst jetzt Knast. Ist vorbei. Das ist er. Er sagt, du weißt nicht, wer ich bin. Dann habe ich mich einfach umgedreht. Bin weitergegangen, weil ich wusste, er ist ein LK-Beamter. Er kommt. Näher, näher, näher. Ich drehe mich wieder um. Er fest auf meine Schulter und sagt, warte ab. Keine Angst. Wir kriegen dich bald. Du wirst noch sehen. Ja. Deine Zeit kommt. Und dann, Bruder, war bei mir vorbei. Ich bin in Hochhaus oben. Ich rufe jeden an. Ich zitter ein bisschen. Ich denke, scheiße, jetzt kommst du. Jetzt geht's wieder los. Das war mein Fehler mit den Rockern, dass ich an denen verkaufe. Ich bin auffällig wegen Rap, Zeitung. Was mache ich da? Mir war scheißegal. Ich habe einfach weitergemacht. Bruder, ich hatte ja meine Einzimmerwohnung. Ja. Eines Tages, Bruder, ich war zu faul, die Ware runterzubringen. Jeden Abend habe ich meine Ware und meinen Ballermann runtergebracht. Die ganzen Sachen waren immer im Keller, alle aufgeteilt, ne? Und diesen Abend habe ich gedacht, ey, ich bin zu faul. Ich spiele gerade PlayStation mit den Jungs. 3 Jungs waren bei mir. Die Kunden kommen rein, ich war faul, weißt du. Eine Zeit wurde ich faul, Bruder. Die Nachbarin hatte Polizei gerufen. Digga, irgendwie kommen jeden Tag 100 Leute rein hier. Rein, raus, rein, raus. Und ich hatte draußen meine 4 Smarts, alle Kennzeichen geklaut, wie ich gesagt habe.
Und um 17 Uhr hat die Polizei meine Wohnung gestürmt. LKA, sorry. Tür eingeschlagen, alles aufgeritzt. Mein Kollege, da liegt mein Ballermann auf dem Tisch. Er springt zum Ballermann, durchgeladen, im Lauf. Er springt zum Ballermann. Der Bulle hält auf ihn. Er sieht, das sind Bullen, weißt du? Hände hoch, alle auf Boden, packt uns auf Boden. Ja. Macht mein Bett kaputt. Alles, alles, die ganze Wohnung kaputt. Haben die Tür 5 Tage lang aufgelassen. Meine Kollegen haben die fotografiert, freigelassen. Ich kam dann in die Zelle, Steindamm. Wieder nach Alzerdorf. Neues Foto, Fingerabdrücke. Dann ging die ganze Scheiße wieder von vorne los. Ja. Ich dachte nur, Scheiße, Digga. Wieder U-Haft-Dammtor, alles von vorne. Sammelzelle mit 25 Leuten. Dann war ich auch U-Haft ein Jahr lang. Ja. Bruder, eigentlich geht 6 Monate. Ne? Und dann musst du ein Gerichtsverfahren bekommen. Gerichtsverfahren, habe ich Revision eingelegt. Wieder 6, 7 Monate, Bruder. Der Knast war voll. Hamburg war überfüllt. Ja. Alles hat sich immer verschoben. Das Interessante ist, was du noch nicht erwähnt hast, so, was hat man dir nachgewiesen? Und die geben mir auch wahrscheinlich die Anklageschrift, was ihr auch bekommen gehabt, so was für Beweise hatten die gegen dich und wie haben die gegen dich und die Rocker ermittelt? Das Ding ist, Bruder, meine Bewährung ist abgelaufen. Ja. Da war ich 19. Ich hatte Glück gehabt, Bruder, dass die ganz wenig gefunden haben bei mir zu Hause. Ja. Das Problem war, ich hatte eine durchgeladene Waffe bei mir. Mit 5 Patronen drin, aber durchgeladen im Lauf, ne? Und das Problem ist, es gibt einen Paragraph, wenn du in einer Einzimmerwohnung einen Ballermann und Drogen hast. Bewaffneter Drogenhandel ist das. Bewaffneter Drogenhandel. Und der Anwalt meinte, du kriegst über 5 Jahre mäßig. Ich dachte, scheiße. Damals schon mit 16, wegen 45 Straftaten. Ja. Jetzt wegen Drogen, mit bewaffneter Drogenhandel jetzt. Ja, Bruder, alles ging mir durch den Kopf. Ich war in der Zelle, dann wieder Alzerdorf, dann Dammtor U-Haft. Mhm. Wieder vom Haftrichter habe ich wieder so getan auf den. Nee, das heißt an sich, dass bei der Opsi ja nicht großartig was rauskam. So. Die sind einfach nur wegen einem Anruf von der Nachbarin einfach reingestürmt. Genau, Sachen gefunden. Genau, obwohl ich in Bildzeitung war. Okay. Obwohl ich mit den an den Rockern verkauft habe. Obwohl ich auffällig war. Ich habe provoziert, Instagram, Rapper. Ja, Bruder, dann kam ich halt U-Haft wieder. Da haben wir halt nicht so viel gefunden. Ja. Aber die Schafe hat gestört. Das fängt ihr ab. 5 Jahre an. Ja, Bruder, der ganze Scheiß hat wieder von vorne angefangen. So 23 Stunden Zelle, Suppe. Aber dann hatte ich natürlich Leute, die mit Geld schicken. Meine Eltern hatten wieder Geld. Ich habe denen immer gegeben. Anwalt wurde bezahlt. Jede Woche hatte ich 100 Euro zum Essen. Fernseher geben die erst nach 2, 3 Monaten. Das machen die extra, damit du ein bisschen leidest, weißt du? Mhm. Du redest mit der Wand, Bruder. Du redest Selbstgespräche. Guckst in den Spiegel. Ich rap ein bisschen vor Spiegel. Geh spazieren in der Zelle. Keine Ahnung, Bruder. Du redest mit den Leuten am Fenster 6 Stunden, 5 Stunden. Das Gute ist, da waren Leute drin. Viele Leute, die ich kannte. Man kommt direkt an, die geben dir alles geschenkt. Hier, Bruder, Season, das, alles. Ja, Bruder, so habe ich 6 Monate durchgemacht. Und dann hatte ich Gericht. Ich wurde noch wegen Fahren ohne Führerschein angeklagt. 4 Smarts, Kennzeichen geklaut, alle weggenommen. Motorroller. Ja, Bruder, dann habe ich Revision eingelegt, weil die mir 5 Jahre geben wollten. Und dann habe ich einen Brief bekommen in der Zelle, wann mein nächstes Gericht ist. Da stand noch 6 Monate. Ich dachte, Digga, ich schreibe jeden Tag täglich an die Wand geritzt, Bruder, die Tage schreie ich durch. Ich dachte, Bruder, das kam mir gerade wie 2 Jahre vor. Wie soll ich jetzt noch 6 Monate U-Haft aushalten? Jeder weiß, wie U-Haft ist, Bruder, 23 Stunden Zelle. Man kackt ab, Bruder. Aber da, bis dahin hatte ich schon Fernseher und so, ne? Ich habe einfach die Wand angeguckt, 1 Stunde lang. Kein Ton. Alles geht mir durch den Kopf. Kein Ton, ich war tot. Ich dachte, Digga, jetzt noch ein halbes Jahr U-Haft. Wann werde ich verlegt? Ich wusste, dass ich eine Strafe bekomme, ne? Ja. Aber ich dachte, vielleicht komme ich noch auf 4 oder so, 3. Dann hat mein Anwalt angerufen, ey, mein Anwalt wollte halt, dass ich Geständnis abgebe. Ja. Dann würde ich vielleicht minder schweren Fall kriegen. 3 Jahre, 3 Monate oder 4 vielleicht. Mhm. Ich sag, Digga, komm, mach 3. Weil es ist so, wenn du 3 Jahre, 2 Monate hast, kommst du nach Santa Fu. Mhm. Und wenn du unter 3,2 hast, damals war das jetzt so, ne, kommst du Bilvera. Und Bilvera ist chillig so, habe ich gehört, weißt du? Viele Junkies, chiller Jungs. Ja. Ich hätte keinen Bock auf Santa Fu, man hört nur Scheiße, weißt du? Alles Mögliche, Mord, Mörder, Pädophile, alles gemischt, Bruder. Ja, Bruder, dann habe ich 3 Jahre und 2 Monate bekommen. Genau 3 Jahre, 2 Monate und haben mich nach Santa Fu geschickt. Mhm. Wäre es 1 Monat weniger, dann wäre ich Bilvera gekommen. Ja. Aber davor habe ich noch Haftverschonung bekommen. Bei mir war das Problem, die konnten mir nicht weniger geben, weil das war Pressefall. Das war das zweite Mal jetzt,
dass ich reingekommen bin. Und die haben mir auch meine anderen Taten vorgeworfen noch von damals mit 16. Die sehen, ich habe nicht gelernt draus. Kam ich raus. Bruder, sogar in der Phase, in der ich war, hat mich sogar Haftbefehl angerufen. Bruder, ich war schockiert. Nach AgroTV Mahalle, Mann. So, wollte ich direkt haben oder wie? Ja, Bruder, er wollte mich so, er hat gesagt, hier ist Baba Haft, was geht ab und so. Ich war schockiert, ich war noch jung, Bruder, 19, 18, 19. Mhm. Ja, Bruder, er wollte mich halt haben. Ich weiß nicht direkt bei Haftbefehl, aber er hat mich angerufen gehabt, so halt. Und gesagt, zieh mit uns durch und so. Ja. Komm, lass uns reden. Kam nie dazu. Warum? Weil ich schon wieder reinkam im Knast. Ja. Sehr, sehr schade, Digga. Sowas tut einem auch immer leid. Ja, du bist oft so bei unseren sehr, sehr oft. Das Schicksal wollte es nicht, Bruder. Ja, Mann. Er meinte auch, Digga, du musst mit den kriminellen Dingen aufhören. Also einer von denen, nicht jetzt direkt Haftbefehl. Dann ziehen wir das auch durch. Ja. Weil man hört von dir da, was bringt das, wenn wir jetzt durchziehen, Vertrag machen und du wieder reinkommst. Ja. Dann war das am Ende auch leider so, genau, dass du reinkommst. Dann war das wieder nach 2 Wochen habe ich wieder angefangen zu dealen. Aber kannst du beschreiben, warum war das bei dir so? Ich weiß, dass du nicht daraus gelernt hast. Mir hat einfach dieser Batzen gefehlt, wieder, Bruder. Mir hat dieses Gefühl gefehlt. Ich weiß nicht, was für einen Schaden ich hatte, aber nach genau 2 Wochen, ich habe immer meine SIM-Karte kopiert, Bruder. Ich komme raus, die Ware ist immer noch da, ausgetrocknet ein bisschen. Hab mein Handy wieder angemacht, alle Leute eine SMS geschrieben. Alle haben sich wieder gefreut, dass ich also da bin. Also du sagst auch gerade, im Keller war deine Ware ja immer noch da. Genau. Aber was hat die Polizei dann bei der Observation falsch gemacht? Also sie wussten, die haben jetzt immer dein Kellersystem, haben die noch, Bruder, nicht verstanden. Die Keller sind von Einwohnern. Genau, du hast erzählt, dass das der Kellerraum war von allen Mietern da. Genau. Und einige Mieter haben diese Keller nicht benutzt. Genau, und die waren auf. Und habe ich einfach mein Schloss rangemacht. Ja. In einem Hochhaus wohnen 1400 Leute. Ja. Natürlich sind auch davon viele Omas, weißt du? Ja. Und die benutzen Keller nicht. Und ich wusste immer, welches Keller nie benutzt wird, seit 2 Jahren. Ich habe immer geguckt, weißt du? Weil irgendwann kommen die und machen Schloss kaputt. Ich denke, meine Ware ist weg, weißt du? Ich habe immer geguckt, welches Fach leer ist immer. Ja. 1 Jahr lang, 2 Jahre wird nicht benutzt. Habe ich immer da versteckt. Kam ich raus, habe nach 2 Wochen wieder angefangen. Von 2. Stock aus habe ich halt, weil ich Paranoia hatte, weißt du? Ich bin erst seit 2 Wochen draußen, ich habe wieder neu angefangen. Alle SMS, die Kunden drehen durch, die kommen wieder nach 1 Jahr. Meine Tüten waren immer voll. Die Qualität war immer Bombe. Die Kontakte waren noch da. Und auch der Kontakt zu den Rockern, war der immer noch da oder hast du direkt... Nee, da ist was passiert mit den Rockern irgendwie. Alle aufgelöst, Krieg. Keine Ahnung, hast du ja mitbekommen, wo das passiert ist in Hamburg. Die waren ja auch alle drinne. Hatte ich meine Stammkunden halt alle noch da. Bestimmt sind 100 verloren gegangen, aber 600 sind geblieben. Und ich habe das diesmal so gemacht, habe mir ein Smart gekauft, wieder Kennzeichen geklaut, habe das vor die Tür getan, vom 2. Stock habe ich den Schlüssel... Kennzeichen klauen, check das einfach. Oder so geht das nicht auf, aber wenn du das an Kinn hältst, geht das auf, ich weiß nicht warum. Ist ja Signalstärker oder so. Einfach hier halten, aufmachen. Und habe die Ware morgens aufgestanden um 6 Uhr reingetan. Extra immer mehrere Sorten überall. Ich habe immer erklärt, wo das ist. Ich habe den Kunden ja vertraut. Ja. Ne? Das war ja keine Südländer mäßig. Ich hatte keine Südländer als Kunden. Ja. Nur die Jungs, Kollegen. Dann hat der Kunde mich angerufen. Ich habe von oben aufgemacht. Er ist eingestiegen, hat genommen, das Geld ins Schließfach getan. In diesem Fach aufgemacht, reingetan. Aber hat die Methode auch gestimmt zu haben? SMS, wie viel hat er genommen? Die Menge und wie viel er da gelassen hat. Ja. Und wo er rausgegangen ist, hat er irgendwie nur Hand hoch gemacht, hab von oben wieder abgeschlossen, hab wieder gechillt. Und ungefähr nach 5-6 Stunden, wo das leer war, bin ich runtergegangen, hab das Geld genommen, vom Keller schnell jemand anders die Ware reinlegen lassen, ne? Hab wieder zugemacht, oben gechillt. Und das ging 1 Monat so weiter. Ja. 1 Monat. Und ich wusste, dass ich observiert werde, ne? Aber das Geld hat mir einfach geschmeckt, Bruder. Ich glaube, bei dir ist das wirklich auch vielleicht sogar schon fast krankhaft, Bruder. Krankheit. Du wusstest, du wirst observiert. Ja. Du wusstest, du gehst rein. Du hast 2 schon safe gekriegt und machst trotzdem weiter. Aber ganz kurz die Methode. War das auch so, dass die Leute dann immer ehrlich zu dir waren? Keiner hat abgefuckt. Keiner abgefuckt. Keiner. Ich kenne dich schon seit 6 Jahren. Ja, okay. Und wenn ein neuer dazu kam, muss der Kollege mitkommen, den ich vertraut habe. Ja. Mäßig, ne? Genau, du meinst, 1 Monat ging das nur so. 1 Monat ging das so. Und dann haben die Max Brau alle mich observiert, 2 Tage lang. Dann haben die mich genau, wo ich smart einsteigen will, haben die mein Telefon abgehört. Ne? Ich habe jeden Monat Dings Akku gewechselt und SIM-Karte. Jeden Monat. Ne? Mhm. Habe wieder jeden SMS geschrieben. Ich hieß Klaus. Und ich glaube, die Kunden dachten echt, ich hieß Klaus. Die haben mich jeden Tag Klaus genannt. So, ne? Und dann haben die mich einfach
beim Einsteigen alle maskiert, die Leute, die mich damals in der Wohnung gestürmt hatten, bevor ich UAF war, ne, jetzt ein Jahr lang durch, genau die gleichen haben mich wieder Max Brauer alle maskiert, bis hier extra, ne, damit ich nicht erkenne so richtig, einen Kreis gemacht um mich, die haben gewartet, bis der Kunde anruft, ne? Das war so ein Geschäftsmann, Bruder, mit Kofferanzug. Er kommt da auf mich zu, die umkreisen mich, laufen auf mich zu, hauen mir Ellbogen, ja, weil da wog ich schon so und die haben gesehen durch Instagram irgendwie, ich habe Boxvideos, ich kann kämpfen mäßig, ne? Ey Bruder, der lernt nicht aus seinem Leben. Er hat meine Nase gebrochen, ich bin einfach ausgerastet. Ich habe einfach zugehauen, Bruder. Gegen fünf Leute gekämpft. Also du wusstest auch direkt, dass das die Polizei ist? Natürlich, ja. Aber ich war auch Schock. Ich denke, was geht hier ab? Ich mache mein Auto auf, boom. Alle umzingeln mich. Ich habe direkt zugehauen. Das steht auch in der Zeitung. Die Staatsanwaltschaft hat es gesagt, dass ich gegen fünf Bullen gekämpft habe. So, und das waren noch fünf Polizisten? Ja, fünf Polizisten. So, kannst du das näher beschreiben? Das ist ja sowieso wahrscheinlich auch verurteilt worden. Bruder, die erste Ellbogen hat mich getroffen. Nase durch direkt, bluten. Wurde ein bisschen schwindelig. Dann habe ich direkt die erste zugehauen. Ja. Den linken Typen, der links stand. Der mit Ellbogen stand hinter mir, hat mich Schwitzkasten genommen. Ja. Kam raus. Hab den runtergeschmissen irgendwie. Hab den einen noch eine Faust gegeben. Alle sind auf mich. Wie Bud Spencer, Bruder, wenn du ihn runterbekommen willst. Die haben dich wahrscheinlich auch gut bearbeitet, als ich am Boden war. Ja, natürlich, ne? Ja, ja. Alles, Bruder. Was bin am Ende noch out gefallen natürlich, ne? Ja. Hast du noch welche mitnehmen können? Nein, ne? Nein. Zwei sind umgefallen, sind wieder aufgestanden natürlich. Da wog ich auch 30 Kilo noch weniger. Mhm. Und Gott sei Dank hatte ich da nur Dings dabei. Nicht so viel wieder. Ja. Du weißt ja, ich laufe nicht mit viel rum immer. Aber mein Handy. Wieder und beim Ausziehen in der Zelle, Gesicht kaputt, ich blute. Bei der Fahrt haben die mich beleidigt, du lernst nicht aus deinem Leben und so. Ich weiß nicht, in welchem Film du bist. Ja, Bruder, ich wusste, was auf mich zukommt. Also 3-2 hattest du safe und fing genau diesen Sachen, die jetzt noch genau zukommen. Gott sei Dank war das nicht viel, Bruder. Aber ja, ich habe mich daraus gelernt, Bruder, sagen die ganze Zeit, du bist in irgendeinem Film, sagen die, wieder rein. Kam ich wieder als der Dorf, ich dachte, Digga, jeder Scheiß, Bruder, bis du Fingerabdrücke abgibst, musst du erstmal 8 Stunden Zelle da, 5 Stunden da, 4 Stunden da, dann kommst du da, dann wieder Zelle, dann wieder so. Immer, Bruder, die machen dich psychisch kaputt. Ja. Ist meine Schuld gewesen. Ich dachte nur, Digga, wie soll ich es meiner Mutter erklären? Immer am Weinen, Bruder. Kamst du nicht direkt Strafvollzug eigentlich? Nee. Wieder U-Haft, wegen neues Verfahren ein bisschen. Okay. Aber ich war kurz da. Aber in der Zeit, ein Jahr, wo ich U-Haft war, habe ich einen Kollegen kennengelernt. Er heißt Santa Fu. Er nennt sich Santa Fu. Mhm. Fusini. Richtig stabiler Bruder. Ja, man, der muss auch bald kommen. Er kommt auch bald. Er sitzt schon seit 4 Jahren durch. Er hat 6-6 bekommen. Den kennt man auch. Zeitung war er. Im Knast haben wir uns kennengelernt, seit Tag 1 sind wir zusammen. Freiheit für meinen Bruder Santa Fu. Ich bin wiedergekommen, sind wir zusammen verlegt worden nach Santa Fu. Habe ich noch ein paar Monate drauf bekommen. Ja, Bruder, haben wir unsere Zeit abgesessen. Santa Fu war natürlich anders, ne? Das war nicht, die Zellen waren nicht so zu, 23 Stunden. Ich habe mich gefreut, endlich komme ich von 23 Stunden weg. Santa Fu war so zum Beispiel, 18.30 Uhr war Einschluss, ja, aber ganz Tag war offen. Manchmal war zu, 13 Uhr mittags, 13, 14 Uhr, aber wenn du arbeitest, ist es auf. Du musst arbeiten in Santa Fu. Ja. Sonst wärst du nicht entlassen, offener Vollzug. War eine geile Zeit, hat sich so angefühlt wie Blockleben. Türen offen, jeder macht, was er will. Alle dealen. Ich fühle mich wie ein Block, Bruder, hab mich wohlgefühlt. War lustige Zeit, ja, viele Leute, die ich kannte, noch von UAF waren da, viele auch von draußen. Viel Stress da, sehr viel Stress. Santa Fu ist dafür bekannt, Bruder, ja, kannst du googeln. Nach 2 Jahren kam ich dann, weil ich mich gut verhalten habe, in offenen Vollzug. Und ich glaube auch in deinem Leben, so, das war so diese Phase, wo du auch angefangen hast, wirklich dein Leben zu ändern, oder nicht, nach Santa Fu. Da komme ich noch dazu. Ja. Ich war ja immer schon seit Kindheit gläubig. Ich war so, ich dachte immer nur, ey, verzeih mir Gott, ich mache Drogen, ne? Nichts anderes, nur Drogen, Drogen, Drogen. Die Zeitung lügt viel, wir wissen das, Bruder. Und Santa Fu war ein Typ, ich habe ihn kennengelernt, der 11. September-Typ. Munir El-Tasadik. Mutasadik, genau. Ja, Mann. Ich hatte echt Respekt vor ihm, Bruder. Stabil, Ausstrahlung, sieht seit 15 Jahren immer noch so aus, wo er bei der Festnahme festgenommen wurde. Ja.
So eine Ausstrahlung, so eine Nur hat er. Vor 2 Jahren abgeschoben, so nachdem er 15 Jahre gesessen genau. hat. Genau. Ne? Ich war doch auch oft da. Besuch mit denen habe ich auch oft gesprochen. Genau, genau. Ich weiß auch sogar noch, weil er meinte, sein jüngerer Bruder ist ja auch genau wie ich mit Vornamen. Okay, okay. Er ist ja auch Faisal oder so. Der hat mir viel beigebracht auch. Der stabilste, einer der stabilsten. Das weiß auch jeder. Und er hat 15 Jahre gekriegt, das ist schon hart. Wie gesagt, genau. Ich war manchmal da am Angehörigungsbesuch und ihn auch manchmal gesehen. Immer glücklich. Auch wollte ich auch gerade sagen, seine Geschichte an sich ist ja geisteskrank. Ja. Ich will gar nicht über seine Tat reden. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht. Ne? Ja. Also er wurde. Wir haben in der Freistunde zusammen gebetet. Ja. Der Typ ist 2 Stunden joggen gegangen. Durch Freistunde. Manchmal 1 Stunde. Freistunde durch. Stabiler Typ. Ausstrahlung. Jeder hat Respekt vor ihm. Hat seine Clique. Er macht Freitagsgebet für uns. Hat immer vorgebetet. Vorgebetet. Ja, und bei ihm fand ich auch so interessant, Digga. Und du musst dir vorstellen, wir hatten ja hier einen Sven Lauda, ne? Ja. Er hat ja auch erzählt, wie er im Knast behandelt wurde. Und du musst dir vorstellen, Mutter Sadek, ihn werfen sie ja vor, dass er nicht direkt am 11. September beteiligt war, sondern ich habe mich damals eigentlich nicht eingelesen, sodass er ein bisschen so diesen Hintermännern geholfen hat. Und als ich reinkam, da wurde er von allen geliebt. So, er wurde auch am Anfang auch freigesprochen sogar. Genau. Das er wurde freigesprochen und dann hat man ihn ganz komisch irgendwie gesagt, okay, er hat doch was gemacht. Aber es ging ja darum, dass als ich das immer gesehen habe, so, da wurde er von allen gemocht. Er war nicht da, wo man gesagt hat, Digga, Terrorist, wie scheiß auf ihn, gar nicht. Er war mit jedem. Mhm. Wert haben ihn gemacht, Beamten haben ihn gemacht. Alle. Ob du da wegen Drogen, Respekt wegen Mord saß. Ja, ja. Deshalb, das meine ich, du kannst erzählen, warum war das so, dass alle ihn so gefühlt haben? Ich weiß nicht, Bruder, er hatte dieses, jeder hat einfach Respekt vor ihm, Bruder. Er hatte diese Ausstrahlung, Bruder, was Gott ihm halt gegeben hat. Seit 15 Jahren nicht mal eine Falte bekommen, Bruder. Ja. Also ich gebe zu, nach 15 Jahren wäre ich so kaputt. Ne? Ja. Es gibt Leute, die sind tot, die sind seit 20 Jahren da drin. Seelisch tot einfach. Voll mit Drogen bekifft, voller Rausch. Seele kaputt, Bruder. Deswegen hat jeder Respekt vor ihm einfach. Mhm. Bruder, ich habe mir geschworen, natürlich telefoniert man jeden Tag mit seiner Mutter und so. Digga, wenn ich rauskomme, suche ich mir eine Frau, mache ich Kinder, Geld ist zur Seite. Ich habe vom Knast meinen Kollegen angerufen, ey, geh Keller, nimm alles raus für dich, nimm geschenkt. Ich will nichts damit zu tun haben. Nimm mein Handy. Handys habe ich auch verschenkt. Ja, Bruder, ich habe abgeschlossen mit dem Leben. Ich habe gedacht, Digga, ich verspreche jetzt Gott, du fährst nie wieder Drogen an, weil ich habe da gemerkt erst, Bruder, das Leben ist eine Prüfung. Digga, dein Schicksal will nicht. Dein Schicksal will nicht, dass du mit Drogen Geld machst. Es gibt Leute, die dealen seit 20 Jahren, ne? Die gehen nicht hoch, Bruder. Okay, ich habe Scheiße gebaut, ne? Ja. Fehler gemacht. Es gibt Leute, die dienen seit 20 Jahren, gehen nicht hoch. Ich gehe nach einem Monat zum Beispiel hoch. Ja. Ich komme raus mit 16, nach 5 Jahren bin ich erst hochgegangen. Danach, weißt du? Ja, Bruder, ab da habe ich abgeschlossen. Ich habe gesagt, ey, wenn du rauskommst, baust du dir was auf, suchst dir eine Frau. Ja, Bruder. Mhm. Gehst den geraden Weg, aber ziehst noch Rap durch, ne? Mäßig. Ja. Jetzt musst du Klage einlegen, irgendwie sowas, dass du offene Vollzug kommst, psychologische Stellungnahme machen. Hat alles gedauert, nach 4-5 Monaten kam ich raus ins offene Vollzug und das war so ein, Bruder, du weißt gar nicht, wie aufgeregt man ist. Du kommst offene Vollzug, das war so andere Duft. Ja. Draußen hat so anders gerochen, Bruder. Obwohl du auch in der Freiheit da bist, ne? Ja. Freistunde, trotzdem hat offene Vollzug anders gerochen, Bruder. Ich habe meine Ziese angemacht auf ruhig, entspannt. Da war offene Vollzug ist so, Bruder. Alle Türen sind offen, du kannst sogar 5 Uhr morgens rumlaufen. 8. Saal war noch, wegen Corona ist jetzt nur 1. Saal, glaube ich. Ja. Einzelzelle. 8. Saal, ich kam direkt 8. Saal. Hat Spaß gebracht, du kanntest jeden von denen, knast den, lernst neue Leute kennen. Ist halt außerhalb gewesen, Norderstedt, Schleswig-Holstein. Ja. Das ist das Problem und ich hatte Führerscheinschwere noch. Hat mich immer jemand mitgenommen, ein Kollege von mir. Ja, Bruder. Da mussten wir arbeiten. Erstmal an offene Vollzug mussten wir arbeiten. Und dann, bis ich meine Arbeit bekomme, habe ich draußen als Bäcker gearbeitet. Erstmal irgendwas, Bruder, weißt du? Bäcker irgendwie Konditorei versteckt, weißt du? Ich mag das nicht, wenn man mich so sieht. Mhm. Habe ich 7 Monate durchgearbeitet. Der Typ wollte mich nur loswerden. Warum? Der sagt, Bruder, du bist Katastrophe. Du arbeitest so scheiße. Ja. Raus hier, Bruder. Ne? Und dann habe ich mir schnell einen anderen Job gesucht, Transporterfahrer, weil wenn du offene Vollzug bist, die Leute vom offenen Vollzug kommen dich einmal die Woche kontrollieren, ja. Ob du echt bei der Arbeit bist, sonst fliegst du raus, Abschuss, weißt du? Wenn du ankommst zum Beispiel, kontrollieren die auch einmal die Woche Pisskontrolle, ja.
Alkoholkonsum, Drogen, irgendwas, weißt du, dann fliegst du sofort raus, Abschuss nach Santa Fu, Endstrafe. Ja, Bruder, dann habe ich noch einen Job gesucht, extra mit Lieferdienst und so. Ne? Mhm. Mein Kollege ist gefahren, Kartons ausliefern. Ja. Und da können die Leute uns nicht beobachten, ob ich arbeite oder nicht. Habe ich zu Hause geschlafen, gechillt. Wenn die angerufen haben, wo bist du? Ja, ich bin gerade in Bremen, zum Beispiel. Ja. Oder ich bin gerade außerhalb, da liefern wir und so. Ja, kommst du Steinnamen? Wir wollen nur sehen, ob du arbeitest. Bin ich kurz eingestiegen, zur Arbeit gegangen. So habe ich das noch 4-5 Monate gemacht. Ja, Bruder, dann war ich offene Vollzug, wurde ich irgendwann entlassen. Hab gesagt, Digga, jetzt brauche ich eine Frau. Hab 2 gesunde Kinder, Alhamdulillah, jetzt. Ja, Mann. Eine Frau, Alhamdulillah. Haben geheiratet. Rap ziehe ich noch nebenbei durch. Mhm. Ich liebe Rap, das ist mein Hobby, ne? Aber ich fokussiere mich auch auf die Zukunft. Bruder, du weißt ja, ich war jetzt öfters in der Zeitung, siehst du ja hier. Ja. Ich hab gesehen, Bruder, das Schicksal will mit mir nicht so. Das Schicksal will nicht, dass ich mit Drogen Geld mache oder sonst was. Du hast jetzt das Geld zur Seite. Mach dein Ding, auch egal wie hart das ist. Das Leben ist sowieso eine Prüfung. Ich bin so ein Mensch, Bruder, wenn ich eine Woche nicht geprüft werde, dann weiß ich, Digga, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Gott liebt mich nicht. Insgesamt alles zusammen, ja. Mit Hannover Sand, mit genau. U-Haft wieder und dann Santa Fu. Alles zusammen ungefähr 4-5. Mhm. Und ich habe ja damals schon Rap gemacht. Dann hatte ich 6 Jahre Pause gemacht mit Musik. Und damals lief das schon. Agro TV war ich. 400.000 Klicks, Mahalemann. Kam ich raus, da waren noch Fans da, Bruder. Fans haben mir auch Brief geschrieben im Knast. Ja. Das hat mich motiviert. Wie gesagt, mir haben auch sehr, sehr viele geschrieben, hol Amoran. Ich dachte, Digga, das ist einer von unseren Jungs. Ja, macht man direkt, weißt du? Aber sieht man, 4-5 Jahre ist hart und viel, Bruder. Viel Zeit vom Leben, die da verloren gegangen ist. Ich weiß, Bruder. Und deshalb auf jeden Fall, wo man steht hinter aber dir. Ich freue mich, dass ich das erlebt habe. Ja. Das hat mich gestärkt. Ich nehme jede Herausforderung an. Ich habe vor gar nichts Angst auf diese Welt, Bruder. Ich gebe diese Welt keine Liebe, Bruder. Und ich habe einfach abgeschlossen, so mäßig, ne? Und am Ende des Interviews will ich noch sagen, Bruder, wir haben das Leben verstanden, wir haben Dreck gefressen. Wir kommen aus dem Dreck. Vielleicht wollte es Gott so, weißt du? Bruder, ich denke nicht über mein Leben nach, was ich besser machen konnte. Ich schließe ab mit dem Dank an Gott. Dinge passieren, damit man Lehren draus ziehen kann. Und wer das nicht versteht, Bruder, bleibt immer auf dem gleichen Level, auf dem gleichen Punkt. Bruder, kommen wir zu Musik. Bruder, Musik ist ein ekelhaftes Geschäft, Bruder. Jeder versucht an dir den Hack zu ziehen, weißt du? Wo waren diese Leute, als ich in den Knast saß? Als ich nichts hatte, außer meinen Stolz. Und jetzt, wo ich mir alles wieder aufbaue, sehen sie mir Potenzial. Sie versuchen alle mit Freundlichkeit indirekt an meinen Hack zu ziehen, weißt du? Aber was willst du gegen Menschen machen, die keine Angst vor dem Tod haben? Was willst du gegen Menschen machen, die keine Angst vor dem Tod haben? Mit welchen Mitteln willst du ihn bedrohen, Bruder? Ich hatte viel Zeit im Knast, über die Dinge nachzudenken, Bruder. Ich habe Geld gemacht, ich habe gelebt, ich habe meine Bedürfnisse erfüllt. Und dann kam nur ein Tag, Bruder, wo mir alles weggenommen wurde. Materielle Dinge und auch Menschen. Und das hat mich sehr im Knast beschäftigt. Was war mein Ziel? Wohin führt das Leben mich? Bruder, guck dir die mächtigsten Drogenbarone dieser Welt an. Zum Beispiel Escobar. Was war sein größter Schwachpunkt? Familie. Er musste seine Familie unten verstecken. Bei mir war das auch so, Bruder. Meine Mutter macht sich Sorgen jeden Tag. Nach 3-mal Knast. Immer noch ruft sie mich täglich jede 2 Stunden an. Sie hat einen psychischen Knacks wegen mir bekommen, Bruder. Bruder, kurz und knapp, wir wissen, wo der Weg endet. Der was anderes sagt, soll mal gründlich über sein Leben nachdenken. Ich schieße nicht gegen diese Leute. Mein Umfeld ist immer noch so. Ich war auch einer von denen. Alles ist geschrieben, Bruder. Kein Blatt fällt vom Baum ohne Allahs Erlaubnis. Einer lernt früh, einer lernt spät. Deswegen heißt es frohe Botschaft an denjenigen, der sich mit seinen eigenen Fehlern beschäftigt, anstatt sich mit anderen Fehlern von Menschen beschäftigt. Bruder, was ist Geld? Wenn Leute sagen, Geld ist nur Papier, dann haben sie recht. Du musst lernen, Bruder, dass Geld nur ein Mittel zum Zweck ist. Wenn du dir was kaufen willst, brauchst du Geld. Damals gab es kein Geld. Damals haben wir Trauben gegen Brot getauscht zum Beispiel. Aber wenn man dies nicht versteht, Bruder, und Geld zu Gott macht, dann ist man verloren. Also wenn du Geld anbetest, dann bist du verloren, Bruder. Bruder, wer bist du, dass du mit Geld denkst, dass du arrogant sein kannst? Wer bist du, dass du dich über Menschen stellst? Sind wir nicht aus Fleisch und Blut? Sind wir nicht gleich? Zum Beispiel in Hamburg, Bruder. Ich habe die Zeit selber die Entwicklung miterlebt. Die Leute, die ich von damals kannte, tragen jetzt 1.000-Euro-Schuhe und denken, der Boden gehört denen. Bruder, ich bin mit leeren Händen auf dieser Welt gekommen und verlasse die Welt mit leeren Händen. Und alles, was dazwischen ist, bildet man sich nur ein zu besitzen. Digga, zu meiner Zeit war das so, Bruder. Wir haben Scheiße gemacht, Scheiße gefressen und haben uns einen Namen aufgebaut. Heutzutage ist das so, der eine hat Geld, hat schon Respekt, hat schon einen Namen. Bruder, die Leute brüsten sich mit ihrem Umfeld, sind kleine Fische. Chillen mit Leuten, die einen Namen haben und denken, die wären groß. Um einen Kackhaufen fliegen auch tausende Fliegen. Bruder, zum Beispiel Neid.
Es gibt ungesunden Neid und gesunden Neid. Zum Beispiel, Bruder, ich war damals Fußballer. Die Leute, die es ernst genommen hatten, hatten ein Vorbild. Zum Beispiel in meiner Zeit war es Ronaldinho. Hm. Bruder, ich habe mich gefragt, natürlich ist man neidisch, wo er ist, wo er steht. Ich habe mich aber gefragt, wie hat er das erreicht? Und damit schadest du niemand. Das ist gesunder Neid. Bruder, ungesunder Neid ist, der Kiffer zum Beispiel, er kifft täglich 20 Joints, Bruder, hängt zu Hause ab, gammelt rum, guckt Netflix, chillt jeden Tag auf Instagram und vergleicht sich mit Leuten, die was erreicht haben im Leben. Und fängt dann zu lästern. Er schadet sich selber. Bruder, kein Geld der Welt wird mich verändern. Ich habe meinen Standpunkt. Ich habe einen Charakter, ich bin ein gerader Mensch. Ich habe meine Einstellung bekommen, als ich nichts hatte. Unterstützt mich, Amol Amara supportet mich. Ihr wisst Bescheid, live aus Hamburg.